Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du den Wertebereich einer Wurzelfunktion ganz einfach bestimmst. Na dann, Wertebereich bestimmen. Mit anderen Worten zu Deutsch gesagt, ich suche den Bereich, den meine Funktion y technisch annehmen kann, also die Werte für y. Bedeutet nichts anderes. Schau dir nochmal die Funktion an. X technisch haben wir den Definitionsbereich von minus unendlich bis 2. Das sieht man auch hier. Bis dahin ist sie definiert. Aber ich möchte wissen, y-technisch, welche Werte kann meine Funktion annehmen? Wie mache ich das am besten? Naja, zuerst berechne ich meine Extrempunkte, hier sind aber keine vorhanden. Dann schaue ich mir das Verhalten im Unendlichen an, also das Grenzverhalten. Das habe ich hier auch schon. Nehme es x gegen minus unendlich, also bis minus unendlich x-technisch, wird die Funktion immer weiter y-technisch steigen. Und zu guter Letzt, den Definitionsbereich habe ich auch schon, der ist nämlich von minus unendlich bis 2. Das habe ich alles schon in anderen Videos von mir erklärt. Also falls du das sehen möchtest, wie ich das gemacht habe, gib einfach ein Extrempunkte oder Grenzverhalten oder Definitionsbereich, Wurzelfunktion, alles an, die oben in der Suchleiste eingeben, dann findest du die Videos dazu. Und mit Hilfe dieser Informationen kann ich nun meinen Wertebereich sauber angeben. Und zwar ist dieser von 0 bis plus unendlich. Woher weiß ich das? Naja, ich weiß, dass meine Funktion y-technisch, wenn man auf der x-Achse gegen minus unendlich läuft, das sagt ja hier, mein Grenzverhalten hier, immer weiter y-technisch steigt. Das heißt, y-technisch geht schon mal plus unendlich immer weiter hoch. Aber da mein Definitionsbereich von minus unendlich bis 2 geht, also bis hier, und meine Funktion nach 2 nicht mehr existiert, ja, weil dann würde hier unter der Wurzel, wenn du 3 einsetzt, würde hier unter der Wurzel Error rauskommen. Probier es mal im Taschenrechner, dann geht es nicht weiter. Und ich weiß, wenn ich hier oben 2 einsetze für x, dann rechne ich doch mal 2 mal Wurzel, da steht mal dazwischen, das macht man nicht immer hin, 5 minus 2,5 mal 2. Minus 2,5 mal 2 ergibt minus 5. 5 minus 5 ergibt 0. Wurzel 0 ergibt 0. 2 mal 0 ergibt 0. Aha. Das heißt, bis 2 geht nur meine Funktion. Und wenn ich hier 2 einsetze, ist mein y-Wert 0. Das bedeutet, die Funktion geht nicht weiter runter als 0. Die wird niemals minus 1, minus 2 und so weiter y-technisch annehmen. Und daher, durch diese Annahmen, dass wir keine Extrempunkte haben, also den höchsten oder tiefsten Punkt, und ich herausgefunden habe, dass mein Definitionsbereich nur von minus unendlich bis 2 geht, nehme ich einfach meinen Definitionsbereich da, wo das Ende ist, in dem Fall die 2, setze ein und schaue mir dann, aha, wo hört denn das Ganze auf? Und das ist in dem Beispiel y-technisch 0. Und durch mein Limes x gegen minus unendlich, mein Grenzverhalten, weiß ich aber, dass es x-technisch gegen minus unendlich, y gegen plus unendlich läuft. Also immer weiter hier, immer weiter hochsteigt. Und darum ist ein Wertebereich 0 eingeschlossen bis plus unendlich. Und das natürlich ausgeschlossen, so schreibt man das. Falls du das jetzt noch nicht so ganz verstanden hast, ich habe ein sehr geiles Wertebereichsvideo, wo ich das sehr ausführlich erkläre. Baller ich dir unten in die Videobeschreibung, dann verstehst du es, da erkläre ich es anhand von verschiedensten Funktionen. Hier habe ich noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig. Ermittle mir den Wertebereich. Halt das Video an, die Lösung kommt jetzt. Da haben wir es auch schon. Hier habe ich dir einfach mal die normale Funktion, die erste Ableitung, die zweite Ableitung hingeballt, falls du es wissen willst. Der Definitionsbereich ist von 2 bis plus unendlich. X gegen plus unendlich läuft y-technisch gegen plus unendlich. Das Ganze hat auch keine Extrempunkte. Also ist der Wertebereich von 0 bis plus unendlich. Falls du natürlich jetzt noch mehr Übungsaufgaben haben willst, geh doch mal runter in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.